herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Es geht heute mal wieder um ein Zubehörteil für den MCC. Ich hatte euch ja schon mal diese Messerfix-Clips, wie man sie im Umgangssprache nennt, vorgestellt. Und zwar sind das diese ganz dünnen hier. Die kann man sich bestellen, 2, 4, ein 5er Set für, ich glaube, knapp 10 Euro. Und das ist natürlich schon viel Geld. Und ich hatte ja auch bei der Bewertung von diesem Messerfix-Clip auch gesagt, dass in den Bewertungen schon viel steht, beziehungsweise dass die erbrechen, weil die sind hier wirklich aus so einem Hartkunststoff. Und ich hatte das Video vorgestellt, just in dem Augenblick hat mir hier jemand gesagt, er hat sowas entworfen. Und zwar ist das von Topsoft. Da danke ich nochmal vielmals für den Einsatz. Und zwar ist das einfach der Hersteller von diesem PEG für den Monsieur Cuisine Connect, also diesen permanenten Einhandgriff. Den kennt ihr ja schon aus dem ein oder anderen Video, also beziehungsweise benutze ich den ja dauerhaft. Und ihr seht, der ist noch top in Ordnung. Ja, und was hat der gute Wolfgang hier gesagt? Wer einen PEG-MCC, also diesen permanenten Einhandgriff, bestellt, bekommt so ein Messerfix-Clip gratis mit dazu. Und er hat mir jetzt mal drei Probemodelle hier geschickt. Die sind alle gleich. Ja? Also da gibt es keinen großen Unterschied. Ups, jetzt fallen sie mir gleich hier von der Hand. Also wenn wir die uns jetzt mal zusammenlesen. Und zwar sind die, soweit ich sehen kann, alle gleich. Die sind jetzt natürlich aus so einem Gummiart. Also das ist jetzt nicht so extrem knochenhart wie das hier. Ja, und die sehen halt auch stabiler aus. Und was die auch hier haben, die haben hier nochmal so eine Zwischenrille. Seht ihr das? Und jetzt gucken wir einfach mal, wie die hier reinpassen sollen, beziehungsweise wo die reinpassen. Ich denke, dass diese Rille einfach für hier drüben ist. Ja, das sieht natürlich klasse aus. Also das ist ja das, was ich gesagt habe, auch bei dem anderen. Da setzt sich das mitten rein. Ich weiß nicht, ich muss jetzt für euch mal hier anheben, damit ihr das noch ein bisschen näher seht. Also hier haben wir ja diese Aussparung und da setzt sich genau das Teil rein hier, wo man diese 5 Stück für 10 Euro bestellen kann. Also das geht hier in diese Rasterlinie rein, so rum, zack. Und dann ist das praktisch hier in der Mitte. Und bei Topsoft ist das Ganze anders da gelöst. Und zwar hat man einfach hier in der Mitte, ne, ach, mit der Kamera, hier in der Mitte hat man praktisch das gemacht, damit sich das außen reinsetzt. Ja, das heißt, wir gehen hierher, ich finde, das geht auch ein bisschen leichter rein. Und da haben wir hier so einen kompletten Bollen, ja, der geht einfach drauf, zack. Und dann löst sich hier das Messer auch nicht. Das ist ja jetzt so, dass hier, wenn das noch unten eingerastet ist, ist ja das auch noch mit Druck auf dem Boden. Ja, wenn ich jetzt natürlich hier ziehe und dann sieht man schon, dass sich das auseinander bewegt. Aber das liegt ja dann bündig unten auf und gibt nochmal einen Druck. Ja, finde ich eine klasse Sache, finde ich eine super Zugabe. Also da müsst ihr in jedem Fall einfach mal schauen. Und wenn er so einen bestellt, bekommt er dann einen gratis dazu. Da muss er nicht einfach hier bei Amazon bestellen. Ja, in der Regel braucht man sowieso nur einen. Also finde ich eine tolle Sache. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr schon hier diese Klammern benutzt habt. Ich hatte ja eine Abonnentin, die hat mich da gefragt bezüglich Kai, was kann ich machen, wenn sich das Messer löst. Und da ist das so richtig jetzt in Wallung gekommen und finde ich auf jeden Fall eine klasse Zugabe. Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. In jedem Fall über neue Abonnenten, aktiviert gerne die Glocke. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Bei mir gibt es öfters was aus der Küche mit dem MCC, aber auch mal ohne, in Sachen Technik, ein bisschen was vom Kaffeevollautomaten und alles, was so im Haushalt seinen Platz findet. Dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss!